Hallo zusammen, heute geht es um den Kompressor hier. Das ist der Secop 1,4F mit R134A. Das ist die originale Steuerung. Und jetzt habe ich was Neues. Die Steuerung ist hier so zum Aufstecken. Die Steuerung kann man hier so aufstecken, direkt auf den Kompressor. Und diese Steuerung hier, die hat so einen normalen Stecker wie alle anderen Steuerungen auf. Den kann man auch hier reinstecken und genau gleich hier oben drauf schrauben. Ist kompatibel. Von der Größe her ist sie ein bisschen kleiner. Die Anschlüsse, wir haben hier auch F plus minus, umgekehrt F plus, hier ist nur ein kleines F drauf, dann haben wir F minus, hier ist nur ein F drauf, dann haben wir D, ist auch hier D, dann haben wir C und dann haben wir T. Also die Reihenfolge gegen unten ist nicht ganz gleich und hier fehlen, auf der neuen Steuerung fehlt zweimal das C und das S. Aber sonst ausprobiert, die Steuerung kann mit der Steuerung ersetzt werden bzw. umgekehrt. Sie ist ein bisschen schwerer, sie hat auch hier ein bisschen mehr Kühlrippen dran wie das Teil hier. Was hier oben drauf steht, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Der QR-Code hier führt auf eine Telefonnummer, da ist keiner erreichbar. Ich habe Secop angefragt, was das wieder Neues ist. Keine Ahnung, die wissen glaube ich auch nicht mehr, was sie selber machen im Laden. Ich finde auf der Homepage von Secop keine Information über diese Steuerung oder ob es gleich ist wie bei der Steuerung 101N0224. Das ist eine Ersatzsteuerung für den BD35 infolge Corona-Lieferengpresse, Lieferproblemen. Wird die von einem anderen Hersteller gefertigt, also nicht die, sondern die 24er. Aber hier habe ich was Neues entdeckt, kam in einem Gerät von Indel B. Indel B ist der größte Hersteller auf dem europäischen Markt, auch sonst relativ groß, aber unbekannt. Ja. Das ist die neue Steuerung. Hier verlinke ich euch das Video über den BD35. Die Steuerung 101N0224. Und hier verlinke ich euch ein Video über diesen Kompressor, wie er klein ist. Oder hier könnt ihr mir ein Abo da lassen, dann erfahrt ihr mehr über zum Beispiel solche Steuerungen oder was da geändert wird an anderen Komponenten. Diese Steuerung wird funktionieren, das wird erst in 10 Jahren das Thema sein, wenn sie nicht mehr lieferbar ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag.